Leute und herzlich willkommen auf dem Let's Play was anderes Channel. Hier jetzt quasi meine Videopremiere und zwar mit einem Spiel, was ich vor relativ kurzer Zeit entdeckt habe, aber was sich gleich in mein Herz gezockt hat, Railway Empire. Ihr kennt es vielleicht schon, es ist seit Anfang des Jahres 2018 draußen und sieht sich so ein bisschen in der Tradition der Eisenbahnstrategie-Aufbauspiele. Ist schon ein bisschen mehr als das und vor allem dieses Spiel hat mich jetzt erwischt und gereizt, weil es ist in Amerika. Es spielt zur Zeit 1830 bis Ende des 19. Jahrhunderts und das in den USA, wo natürlich die Eisenbahn da eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und als selber Amerikaner hat mich das dann irgendwie gezockt und das wollte ich dementsprechend mal ein bisschen spielen. Ich werde ein freies Spiel machen. Ich habe mich ein bisschen schon durch die Kampagne gezockt. Ich habe es also soweit ganz gut angespielt, dass ich denke, dass man da ganz gut was mitbekommen hat bisher. Aber letztendlich geht es mir natürlich ums freie Zocken. Und ich habe mich für den Süden entschieden. Meine Familie kommt aus Texas. Und ich habe mir gedacht, wenn ich hier in den USA ein Railway Empire starte, dann soll es natürlich aus Texas kommen. Und da werden wir ein bisschen was erzählen zu, denn ich werde hier ganz unten starten, in Brownsville. Und da, witzigerweise, kommt auch meine Family her. Also das ist quasi der Ursprungsort unserer Familie, die sich ansonsten über ganz Texas und auch sonst über die USA verteilt. Ja, sowas werde ich immer mal wieder einwürzen. Ich hoffe, ihr bringt Geduld mit. Es ist ein Strategieaufbauspiel, wie gesagt, jetzt nichts, was ultra viel Action mit sich bringt, sondern wo wir einfach mal zusammen ein bisschen basteln können. Also den Süden nehmen wir uns. Und wie ich schon sagte, Brownsville soll meine Startstadt sein. Ich fange mit 1 Million an. Das ist völlig in Ordnung. Ich werde allerdings die Konkurrenten auf einen begrenzen. Die gehen mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Da werde ich gleich noch ein paar Worte zu verlieren, warum ich manche Sachen in dem Spiel auch nicht so cool finde und es manchmal ein bisschen nervig sind. Aber eins davon sind die Konkurrenten. Nicht, weil ich nicht gerne gegen NPCs spiele, sondern weil die mich einfach stressen, weil die dauernd ins Wort mir blöken, beziehungsweise hier in den Bildschirm kommen. Wir werden es gleich erleben. Ja, KI-Stufe mache ich normal. Einfach gibt es gar nicht. Ich würde sonst am liebsten einfach so mehr oder weniger im Sandbox-Modus vor mich hinbauen. Aber so ein bisschen KI muss schon sein. Darum normal, stark und sehr stark gibt es. Und das lassen wir mal normal. Komplex ist auf jeden Fall wichtig als Schienennetz, denn wenn ich einfach einstelle, dann führt es dazu, dass die Züge durcheinander fahren können. Also die können sozusagen dann brauchen nicht aufeinander warten, sondern die haben quasi keine Collision und das ist ein bisschen affig. Also für mich auf jeden Fall. Und Pausenmodus bedeutet, dass immer, wenn ich anfange zu bauen oder irgendwas bastel, bestimmte Sachen mache im Spiel, dass dann die Zeit pausiert wird. Sehr wichtig, finde ich, damit man sich auf Strecke bauen und Ähnliches konzentrieren kann. Und dann haben wir noch die Spielstufe, ist der Schwierigkeitsgrad. Auch da gibt es letztendlich nur normal und das bleibt dann auch so. Ja, na dann, let's go. Jetzt. Sie sind fündig geworden, Partner. Genau, und so quasseln die alle rein. Ich muss halt sagen, was mich bei dem Spiel so ein bisschen, was mir nicht so gut gefällt, aber das ist mein persönliches Ding, ist dieser Comic-Stil. Also ich mag das nicht unbedingt bei Spielen so, dass es so ein total comichafter Stil ist. Werden wir sie alle bezwingen. Und der mir dann auch da reinquatscht. Ist nicht so mein Ding. Von daher, ich nehme es so hin, ist es in Ordnung. Aber dadurch, dass das Spiel in seiner Grafik total cool gemacht ist, so auf Realismus gemacht, passt für mich dieser Comic-Stil nicht so richtig. Wir haben jetzt hier also verschiedene Charaktere. Ja, hervorragend. Ganz hervorragend. Ja, so sieht sie auch aus. 10% niedrige Gleisbaukosten. Coole Sache. Der Gangster kriegt Leute aus der Unterwelt und sind dementsprechend günstiger. Denken Sie auch manchmal darüber nach, alles hinzuwerfen und sich der Poesie zu widmen? Ja, den habe ich während des Tutorials gespielt, beziehungsweise während der Kampagne. Ist nicht schlecht mit den 5% höheren Frachtpreisen. Vollkommen planlos, wo war ich? Ja, genau. Doc Brown sozusagen haben wir hier mit der erhöhten Forschung. Innovationspunkte gar nicht schlecht. Ist tatsächlich auch einer meiner Favorites. Egal, was man tut. Ja. Man muss es mit Stil tun. Genau. Die Tante geht mir auch ein bisschen auf die Nerven. Die hatte ich in der Kampagne ständig. Ist also Personentransport. 5% höhere Ticketpreise. Ich werde dich sicherlich nicht enttäuschen. Ehrlich gesagt, wenn es
wenn es Trisha Jones hier als Kerl geben würde, würde ich die nehmen. Würde mir zu mir als Texaner am ehesten passen. Ich spiele aber keine Frau. Werd auch ja so dann im Spiel die ganze Zeit lang gesprochen. Das mache ich nicht. Aber ansonsten vom Typ her würde ich eigentlich die nehmen. Und auch das, was sie bringt, ist gar nicht so doof. Lox. Sehr witzig. Lox unter Option, 20% Rabatt ist nicht schlecht, ja. Also würde ich sonst nehmen, aber wie gesagt, weltlich. Ich bleibe hier bei dem General. Der ist zwar ein bisschen albern, aber er, naja, ich könnte mir so halb vorstellen, wenn ich mir nur das Gesicht rausnehme, könnte einer von meinen Vorfahren sein. Also warum nicht? Das hier hatte ich schon mal eingetragen. Ne? Mein Real Name diesmal, weil ich spiele ja sozusagen jetzt für meine Family hier in Texas. Und JR sind tatsächlich meine vollständigen Initialen. Und es passt irgendwie auch zu Dallas, wenn man so daran denkt. Auch wenn, naja, egal. Wer das noch kennt, der weiß, wer JR ist. Und Lone Star Liner, ne? Der Lone Star State ist Texas. Und dementsprechend haben wir jetzt den Lone Star Liner Incorporated. Ja. Sie sind fündig geworden. Du hast absolut recht. Let's go. So, da sind wir jetzt hier im Herzen des Süden, Südwesten, wenn man so möchte, der Vereinigten Staaten. Ich mache jetzt hier gleich mal die Gebäudebauansicht an, damit ich hier ein bisschen Pause habe. Denn ansonsten läuft nämlich gnadenlos die Uhr hier oben. Und wir wollen natürlich die Zeit nutzen. Zeit ist Geld. Also, wir haben jetzt hier, ne, wenn man sich das so anguckt, Houston, dann geht es hier nach Louisiana rüber. Der Teil hier ist schon Louisiana. Wir haben hier jetzt hier Dallas. Und damit endet quasi auch Texas hier in dieser Karte. Ja, den Bogen kennt man hier. Hier drüben ist dann New Mexico an der Stelle. Beziehungsweise und dann Arizona halt noch dazwischen. Ja, und genau hier oben geht es dann noch ein ganzes Stück hoch bis nach Kansas rauf, würde ich sagen. Und hier haben wir Denver sogar als nördlichste Stadt. Das ist ja dann wirklich schon Rocky Mountains Gebiet, was hier anwächst. Ja, interessant, okay. Und ich hatte schon gesagt, meine Heimatstadt zu Ehren meiner Family ist Brownsville. Brownsville ist nicht als empfohlene Stadt, also man sollte eigentlich in einer Stadt starten wie Corpus Christi zum Beispiel oder Dallas oder so, die dann doch schon einen gewissen Aufschwung und eine gewisse Größe bieten. Ich mache es mir also ein bisschen schwer absichtlich, aber ey, wenn es Brownsville schon zur Auswahl gibt, dann muss das auch hier auf jeden Fall gemacht werden. Also das könnte ich sonst nicht vor mir rechtfertigen. Denn natürlich kein Mensch kennt dieses Kaff. Ist übrigens 180.000 Stadt heutzutage. Direkt am Süden. Ist wirklich an der Grenze hier Rio Grande entlang zurück rüber nach Mexiko. Und hat eine bewegte Geschichte. Und übrigens zu dem Startzeitpunkt hier, 24. Januar 1830, gibt es die Stadt eigentlich noch gar nicht. Also die ist hier eigentlich eingeschummelt. Die ist nämlich erst 1848 gegründet worden. Und dementsprechend, dürften hier eigentlich nur ein paar Zelte stehen. Weil in der Nähe gibt es eigentlich auch ein Fort, das Fort Brown. Das ist eigentlich wirklich auch so ein historischer Ort, der hier eigentlich noch nicht existieren dürfte. Aber was soll's. Gut, also, wir fangen mal an. Wir haben also das hier als Heimatstadt, das heißt von hier aus, hier können wir unseren ersten Bahnhof bauen, was wir natürlich auch gleich machen werden. Wir haben 1 Million zur Verfügung hier, die wir erstmal aufgeben können, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir so schnell wie möglich Profit erwirtschaften. Und das tun wir am besten, indem wir als allererstes Fracht transportieren. Das ist so das Deutlichste, denn bis ich jetzt nach San Antonio die nächste Bahnlinie bauen kann, das wird ein bisschen dauern. Also beziehungsweise bis dahin will ich schon mal ein bisschen Geld verdienen. Und wie gesagt, Corpus Christi ist auch nicht ganz leicht. Glücklicherweise ist Texas sehr flach, zumindest an der Stelle hier. Man muss zwar relativ viele Brücken irgendwann bauen, aber man hat jetzt nicht diesen Riesenstress, den man hier mit den ultra teuren Tunneln hätte, die man jetzt hier durch die Rocky Mountains ziehen müsste. Also das hatte ich da in der Kampagne und das macht überhaupt keinen Spaß, da eine Eisenbahn zu bauen. Ich erkläre jetzt eigentlich, während ich jetzt mache, so ein bisschen noch, was es hier so alles gibt. Es gibt halt genug Ansichten. Letztendlich die Bauansicht hier, kann man sich vorstellen, ist eben der Bahnhofs-Dinge und alles, was mit der Eisenbahn an sich zu tun hat. Dann haben wir hier Industrien, die wir später bauen können, in den Städten selbst. Es gibt selber Gebäude, also wie wir die Stadt sozusagen noch ein bisschen verhübschen, verschönern können, sodass wir tatsächlich auch mitkriegen, wenn alles gut läuft, wie die Städte wachsen und dementsprechend auch unsere Einnahmen wachsen und wir dazu sehr wichtigen Bürgern werden können.
Alles, was schraffiert ist, kann man sich schon denken, darf ich nicht bauen. Also das ist hier unser Spielplatz. Und ja, hier oben gibt es dann noch so ein paar Dinge, die mit der Zeit immer wichtiger werden. Genauso wie der Gleisbau, den wir hier haben. Gebäudebau bin ich gerade hier. Das ist der Bulldozer fürs Abreißen. Und ansonsten sehen wir hier unsere Aufgaben. Und das gucken wir uns vielleicht nochmal an. Also das Wichtigste ist hier die Zeit immer zu beachten. Ich habe 8 Jahre Zeit, um Corpus Christi mit 20 Ladungen Mais zu beliefern. Okay. Und dann geht es halt los im Unternehmenswert von 7,56 Millionen Dollar, die ich erzielen muss und so weiter und so fort. Und letztendlich ist es quasi so, dass ich gewinne gegen meinen Konkurrenten und dieses Szenario hier gewinne, wenn ich all das hier in Time erfüllt habe. Also letztendlich ist es so, alles spielt sozusagen am Ende in die Auswertung mit rein. Wenn wir theoretisch 1930 erreicht hätten hier, oh ja, die Zeit läuft. Wenn wir 1930 erreicht hätten, dann würde quasi die Abrechnung kommen und man würde eben gucken, wie es ist gelaufen. Kann auch früher erreicht werden, indem ich zum Beispiel den Gegner kaufe. Ja, das hatte ich mir anders vorgestellt mit dem Bild. Aber gut, egal. mein Unternehmen hier mit allem drum und dran sieht man hier. Die Zeit läuft, ich weiß. Und man sieht sozusagen hier den... Die Bilanzen, die man hat, und man sieht den Konkurrenten, und das ist hier also er hier, Railmaker Limited, okay, wo ich jetzt auch theoretisch Firmenanteile von dem kaufen könnte und was ich übrigens gleich mal machen werde, und gucke, dass letztendlich hier unsere Unternehmen vergleichbar eben sind, entsprechend. So, ich werde nämlich auch gleich mal ein paar Firmenanteile kaufen, denn jetzt sind sie noch billig und später werden die unglaublich teuer. Und darum kaufe ich mir einfach mal schon mal 10% an den Aktien. So, damit habe ich ihm natürlich ein bisschen Cash zugespielt und selber was verloren. Aber wie gesagt, das kann sich durchaus auszahlen später. Gut, genug damit. Jetzt müssen wir hier mal zu Potte kommen. Und das Erste, was wir überall brauchen, ist ein Bahnhof. Und ja, hier muss man eben gucken, dass die Dinger strategisch halbwegs gut platziert werden. Der Vorteil ist sozusagen, dass wir hier nichts nach unten bauen müssen. Das heißt, wir können den schön... in die Stadtmitte. Übrigens, die Leute müssen weichen. Wir sind die Eisenbahn. Da gibt es kein Pardon. Und zwar so, dass möglichst alle Bahnlinien, also alle späteren Erweiterungen, der wird irgendwann mal größer werden, dieser Bahnhof, wenn alles gut läuft, da auch irgendwie Platz finden. So. Also, das haben wir schon mal. Dann werden wir den Bahnhof gleich nochmal ausstatten. Denn wir werden relativ bald die Züge warten müssen. Und brauchen eben entsprechend von Anfang an ein Wartungsgebäude. So, und jetzt gucken wir uns an, also Brownsville, sieht man schon, produziert Fleisch. Es gibt also eine Fleischindustrie, die anderen Industrien, weil der Ort noch so klein ist, sind noch nicht freigeschaltet. Hier könnte ich theoretisch dann auch mich irgendwann mit Industrie ansiedeln, wäre auch eine Idee. Aber er produziert vor allem Fleisch, braucht also Fleisch, damit brauchen Vieh als Rohstoff, damit sie Fleisch produzieren können. So, und das ist natürlich genau unsere Marktlücke. Denn wir haben hier den nächsten Fleischproduzenten und der wird uns die ersten Einnahmen bescheren. Bedeutet, wir bauen uns hier gleich wieder nochmal einen Bahnhof hin und jetzt gucken wir uns gleich mal an. Also da ist der nächste, da ist was. So, Gretchenfrage. Jetzt könnte ich den Bahnhof eigentlich mal testweise so setzen. So, also jetzt könnte man überlegen, wo kommt der Zug? Man könnte aber auch sagen, der Bahnhof geht auf die Seite und dafür werden wir San Antonio irgendwie mit verbinden. Wäre vielleicht die schlauere Idee. Jetzt gucken wir vielleicht nochmal unten, wie ist meine Ausgabe? Ja, okay, das wäre aber nicht das Problem. Also, lasst uns das doch so machen. Also, der ist jetzt in der Einflusssphäre dieser Kuhfarm, ne? Das ist ganz klar. Dementsprechend können wir den jetzt da platzieren. Und die beiden sind jetzt quasi miteinander verbunden. Das heißt, die Kuhfarm liefert an den Bahnhof. Und jetzt bauen wir uns hier. So, und jetzt wird es tricky. Wir bauen also die ersten Gleise. Man sieht die Erhebung. Und man sieht, hier haben wir glücklicherweise eben nicht mit viel Tralala zu kämpfen. Das ist jetzt relativ simpel. So, wenn ich das jetzt so verbinde, sind das 40.000, die ich ausgeben muss. Und jetzt kann ich mir überlegen, finde ich das cool, wie der das macht, oder will ich das lieber anders haben? Es ist natürlich die absolute Straight Line, aber ich glaube, ich werde tatsächlich mal selber ein bisschen bauen, denn man wird später sehen, wenn man da selber... Oh, Indianer. Wenn man den Indianer da... Das ist ja nicht so cool. Also nichts gegen Indianer, aber das kann halt sein, dass die irgendwann Stress machen. Gut, egal, also auf jeden Fall... Naja, ja.
nicht ins Reservat. Wenn man selber baut, kann es sein, dass man eben durchaus günstiger kommt, als wenn man das die KI machen lässt, also das automatisch fest. Ja, sehen wir mal. 2000, na, 1000x gespart. So, wenn man es selber gemacht hat. Dafür ist die Linie natürlich nicht ganz so kerzengerade, was bedeutet, dass der Zug nicht ultra schnell ist. So, das gefällt mir aber so ganz gut. So, zack, und sofort. Dass der Zug also nicht ultra schnell ist. Aber das ist nicht schlimm, weil wir werden von dem noch x Abzweige brauchen. Das ist gar nicht so doof. So, jetzt könnte man natürlich mal gucken, was wir gleich das... Mal gucken, was brauchen die denn eigentlich? Die brauchen Weizen. Weizen haben wir wo? Hier nicht. Ganz weit weg. Ach so, Mist. Also die Jungs, für eure Bierindustrie hier seid ihr echt an die falsche Stelle gerückt. Mensch, hier in der Gegend. Meine Herren. Weit weg. Die wie auch Weizen. Mensch, zu sehen hier. Das ist nämlich hier Gemüse. Hier ist auch Weizen. Wo nehmen die das alles her? Da oben. Nee, Mais. Weizen, da, mein Gott. Da auch nochmal. Uiuiui, sind weite Strecken hier. So, Tuchfabrikanten oder sowas gibt's hier gar nicht, ne? Weil die brauchen Baumwolle. Baumwolle? Ich meine nicht, dass sie sich darüber beschweren, wenn man das liefert. Und vor allem auch solche Betriebe entstehen dann. Wir können ja nochmal genauer gucken, was unser liebes Browns wohl sonst noch so braucht. Gut, Lager sind voll mit Fleisch. Das heißt, die wollen gerne, dass wir das Fleisch wegliefern. Das heißt, eigentlich macht es wahrscheinlich Sinn, sogar eine nächste Stadt anzuhauen. Wenn die nämlich so viel Fleisch haben, dann wollen die es loswerden und verkaufen. Weil produzieren auch eine Menge, wie man hier sieht. Sie haben natürlich noch keine sonstigen Nachfragen, aber Weizen, okay, haben wir gesehen, ist schlecht, aber Holz könnten wir machen. Das wäre sinnvoll und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Wenn wir uns nämlich sagen, Wir haben, gerade mir ist noch gerade noch ein Gedanke gekommen, komme ich gleich zu, aber wir haben jetzt hier das Holz, was auf jeden Fall ganz cool ist, und wir haben halt Corpus Christi und da kann das Fleisch hin. Also von daher machen wir als allererstes Corpus Christi an den Anschluss und das machen wir hier ganz cool, weil wir haben auch nach hinten raus hier nichts, was wir abdecken müssen. Wir können hier ganz in Ruhe den Bahnhof in die Mitte packen. So, und können uns hier überlegen, dass erstmal gehen wir die Gleise nach gerade raus. Denn später kommen mehr Gleise und dann muss man wieder alles umbauen, wenn man es dann schlecht gebaut hat. So. Ja, das will ich, okay. Ejo. Bin ich da jetzt irgendwie... Ja, der ist ein bisschen verschoben. So, mal so. Ja, nein. Der will nicht. Okay, warum nicht? Nochmal, was ist dein Problem? So. Und wieder 32.000 weg. Aber dafür haben wir jetzt richtig was erreicht. Jetzt können wir uns nämlich sehr schön was ausdenken. Wir bringen jetzt den ersten Zug auf die Strecke. Und zwar richten wir unsere Zuglinie ein von Brownsville nach Corpus Christi, dann zur Scott Ranch und wieder zurück. Warum in der Reihenfolge, kann man sich, glaube ich, relativ leicht erklären. Denn, oh Gott, was für eine... Wir haben wir sind ganz am Anfang der Zugentwicklung, Leute, also erwartet nicht zu viel. Aber, yes, da ist der erste Zug. Und jetzt können wir nämlich mal gucken. Der wird sich jetzt vollladen mit Fleisch. Haha, genau. Bringt also nichts, wenn wir den Zug erst dahin fahren lassen. Den dann lädt sich mit Vieh voll und fährt nach Corpus Christi, die aber kein Vieh brauchen in der Umfang, sondern eben Bier und Weizen. Weizenkörper. Ah, Mensch. Ah, ihr habt es schon lange gesehen, wa? Ich habe es jetzt erst entdeckt. Ein Weizenfeld, wie cool. Super. Das ist das Nächste, was dran ist. Also, das heißt, wir haben hier Corpus Christi. Und auf geht's. Jetzt ist der Zug unterwegs.
unser erster Zug. So, und ja, wächst schon. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch was ganz Wichtiges. Und zwar, wir müssen den Zug versorgen. Und das bedeutet, wir haben hier eine ganz gute Möglichkeit, wo wir wahrscheinlich später auch noch mehr. Ja, ich baue es immer gerne vor Bahnhöfe, weil da das Gute ist an diesen Versorgungstürmen, wenn man die jetzt baut, die haben eine eigene Signalanlage mit dabei. Das heißt, die halten auch Züge selber selbstständig auf. Insgesamt sogar Signale setzen ist hier sehr vereinfacht. Also man, die Züge sind sehr intelligent, die stoßen nicht zusammen, sie können gar nicht kollidieren. Lass mal mit Zeit weiterlaufen, damit wir hier ein bisschen Geld einnehmen gleich. Die können gar nicht kollidieren. Das funktioniert in dem Spiel nicht, sondern die bleiben letztendlich mal stehen, wenn sie merken, die Strecke ist blockiert, was ich sehr gut finde. Nicht, dass sie irgendwie blöd ranhauen. So ein Zufallsevent von wegen, zwei Züge haben es dann doch mal nicht gepeilt. Fände ich auch nicht so doof, aber es gibt es halt nicht. Muss man jetzt so mit klarkommen. Letztendlich, was ich aber auf jeden Fall sehr, sehr nice finde, ist, dass man dadurch eben nicht so viel Stress hat mit irgendwelchen Signalgebungen. Das braucht man hier glücklicherweise nicht so sehr beachten. Müssen wir mal gucken, wie macht man denn das hier? Wahrscheinlich am besten wirklich gerade. So. Ja, vielleicht die besten Karten. So. So. Es ist reizvoll, bevor ich jetzt die Schienen baue, diesen Bahnhof vielleicht gleich zu erweitern. Was kostet die Erweiterung? 60.000. Ja, ist nicht wenig, aber es macht die Sache einfacher. Genau, und jetzt sehen wir nämlich schon, was das Problem ist. Aber das können wir gleich lösen. So. Zack. Zack. So. Und jetzt bauen wir hier so, das können wir jetzt noch nicht lösen. Wir machen jetzt Folgendes, wir bauen jetzt die Strecke bis hierhin vor und jetzt warten wir eine Sekunde, bis der liebe Zug da jetzt mal eingerollt ist. Irgendwie, ich weiß nicht, ob man die noch verdrehen kann, diese Bahnhöfe. Sie kommen immer so raus, dass es für mich schlecht ist. Also, wenn jetzt dieses zweite Gleis auf der anderen Seite erschienen wäre, hätte ich einfach die Verbindung bauen können. Jetzt so musste ich jetzt erstmal warten, dass der Zug auf jeden Fall einfahren kann, damit ich erstmal ein bisschen auch Geld wieder in die Kassen kriege. Denn wir haben ja jetzt schon über die Hälfte unseres Geldes ausgegeben. 500.000 jetzt. Die jetzt in diesem einen Zug und dieser Verbindung liegt, die hoffentlich lukrativ ist. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Wir können übrigens mit den Zügen mitfahren, wirklich die Strecke erkunden, machen wir später auch. Jetzt geht es aber erstmal Zeit, das Geld, dass wir Kohle machen. So, 16.000, lässt sich sehen, kann man so machen. Und jetzt gucken wir mal, was die Bier einladen und Post. Und jetzt hat er wahrscheinlich gleich keinen Platz mehr für Vieh. Da muss ich mir was anderes überlegen. Ihr merkt schon, der ist jetzt schön beladen, der wird jetzt gleich bei Scott Trench anhalten. Und das war's dann. Der wird nichts mitnehmen. Nicht so cool. Ah ja, ein neuer Jahresbericht. Ja gut, wunderbar. Dankeschön. Die gucken uns dann später nochmal genauer an. Ja, und das ist natürlich nicht so nice. Das ist natürlich Quatsch. Nein, stopp. Fahr noch ein Stück. So, jetzt kann ich nämlich hier mit dem Bulldozer mal diesen Teil der Strecke wegnehmen. Zack. Und jetzt das verbinden. So. Jetzt bei dem nächsten Zug, den wir uns jetzt nehmen. Warte mal, ist hier alles okay? Ne, hier ist nicht alles okay. Ha. Wir müssen hier, glaube ich, noch ein Stück wegnehmen. So. Zack. So. Und jetzt bei dem nächsten Zug können wir uns nämlich gleich darum kümmern, dass die Gleise ordentlich liegen. Wir können das nochmal, das schon mal als Weiche geben. So.
klein wie möglich, damit wir ein bisschen Platz sparen. Zack. So, jetzt können alle Züge in jeder Richtung letztendlich fahren und jetzt bauen wir natürlich noch einen Versorgungsturm hier hin. Hoffentlich irgendwo, wo er passt. Warum passt er hier nicht? Das ist ja ärgerlich. Normalerweise geht das. Die werden dann größer eigentlich. Vielleicht liegen die nicht ganz parallel oder irgendwas ist da, stimmt da nicht. Oder sie sind... Korea, die sind nicht ganz parallel leider. Schade, schade, schade. Und hier darf ich ihn nicht bauen. Okay, das ist ärgerlich, aber das ist jetzt nicht zu ändern. Dann muss jetzt erstmal diese Strecke hier einkriegen. Damit eine Versorgung stattfinden kann. So, jetzt haben wir ein weiteres Problem. Und zwar, wir merken, hier funktioniert die Versorgung nicht so richtig. Kaufen wir jetzt noch einen zweiten Such. Ja, Sekunde. Damit wir erstmal was auf die Schiene kriegen. Und zwar erstmal von hier nach dort. Und das Ganze ist natürlich priorisiert auf das. Und kann auch nur auf Gleis 1, nee, könnte theoretisch auf beiden Gleisen einlaufen, aber soll bitte auf Gleis 1 einlaufen. So, Corpus Christi auf Gleis 1 einlaufen, ne? Also ist das hier, soll er einen runtergehen. Ja, macht er eh eigentlich, aber naja, wer weiß, manchmal machen die doofe Sachen. So, und Beladung ist Fracht. Zack. Und wir holen eine weitere Lokomotive für weitere sportliche 30.000 und los geht die wilde Fahrt. Die ist nicht so schlecht, die Lokomotive. Kann sie aber auch einfach erforschen. Nö, komm. Mach du mal, ist okay. So, was haben wir denn hier? Und Personal? Noch kein Marktschreier, nee, brauche ich nicht. Forschung ist schon was da. Hier könnte ich... Naja, Achso, ich muss sowieso Basistechnologie erforschen, um zu John Bull zu kommen. Dann mache ich das doch gleich mal. Zack. Und die Hancock hätte ich mir jetzt natürlich holen können, aber wie gesagt, eigentlich brauche ich sie noch nicht. Ich habe momentan eh die beiden Züge voll. So, dann haben wir hier, Corpus Christi ist voll, das finden die gut. Und was machen wir hier unten? Geld hoffentlich. So. Ja, super. Okay, das Einzige, was jetzt passieren muss, ist, wir müssen uns jetzt noch um eine Versorgung mit Vieh kümmern. Und wie machen wir das am schlauesten? Wir machen das am schlauesten, indem wir jetzt erstmal ein bisschen Geld sparen und ein Ausweichgleis einrichten, um beide Züge, um zwei Züge auf der Strecke hier, der gleichen Strecke betreiben zu können. Bedeutet, was dieses Spiel wirklich gut macht, ist diese Art von Gleisführung, die parallele Gleisführung hier dir sehr vereinfachen und vor allem ist sie relativ kostengünstig, wenn man mal drauf guckt, dann ist das relativ günstig hier und je länger wir das machen, desto schneller können diese Züge fahren, weil sie viel Strecke haben, ohne auf den anderen warten zu müssen allzu lange. Gut, das bedeutet, wir haben jetzt hier schon mal eine Doppelgleislinie eingebaut. Den Wasserturm. Zack. So, und jetzt kommen wir auch zur Signalsetzung. Hier wird es nämlich dann tatsächlich auch interessant. Wir können nämlich hier mal jetzt ein Signal setzen, das sagt hier nur in diese Richtung. Und dann setzen wir hier ein Signal, das sagt hier nur in diese Richtung. Zack. Und damit haben wir schon die Strecke geklärt, sodass sie jetzt hier problemlos aneinander vorbeifahren können. Letzter Stopp ist dann noch der Wasserturm und damit können wir es schaffen, hier jetzt zwei Züge auf diese Strecke zu bringen. Es wird trotzdem noch zu Wartezeiten kommen, aber da der eine nur zwischen dem hier hin und her pendeln wird, vielleicht macht er später noch eine größere Runde, das müssen wir uns dann gleich mal angucken, wird es, glaube ich, aber möglich sein. Also, dritte Zuglinie einrichten und zwar Brownsville to... Nein, andersrum. Scott Ranch to Brownsville. Na gut, kann ich gleich noch so shiften. Andersrum. So, Scott Ranch beladen. Und zwar damit. Und dann raus. Und das ist eine Fracht-Train. Die soll nichts anderes machen.
Krabum, Geld weg. Aber auf geht's. So. Jetzt wird die hier gleich warten wahrscheinlich müssen, weil die noch nicht so weit ist. Oder? Schafft das? Ja, schafft er. Super. So, man sieht's. Wunderbar. So kann das funktionieren. Und die hier kriegt jetzt gleich noch eine Planänderung, denn hier fliegt jetzt Scott's Ranch raus aus dem Fahrplan. Das heißt, die verkehrt jetzt nur noch zwischen Corpus Christi und Brownsville. Dürfte hoffentlich dadurch auch schnell werden. Und ja, einfach weiterfahren. Sehr schön. Einfach schwimmen. So, belädt also hier Brownsville mit wunderbar mit Fleisch. Und hier kommt jetzt das erste Vieh an. Wir haben hier einen Lokschuppen. Wir werden drüben gleich noch einen Lokschuppen errichten müssen. Damit wir hier auch, damit drüben auch der Zug gewartet werden kann. Jetzt fallen die nämlich gerne aus. So, ist es nicht süß. Die kleine Lok hier, mein Gott. So fing das alles mal an mit der Eisenbahn. So, das hat sich gut gelohnt. Zack. Sind wir wieder bei 400.000. Und hier kommt gleich unsere nächste Fuhre an. Macht gut Gewinn. Ah, wieder ein bisschen was angekommen. Gefällt mir. So macht Eisenbahn Spaß. Nochmal 16.000 obendrauf. So, hier. In der Zugleiste hier oben können wir sehen, wie unsere Züge unterwegs sind. Das heißt, wir haben hier Brownsville, Corpus Christi. Genau, das ist die Linie, kann einfach so heißen. Dann, ich benenne die immer gerne mal um. Ja, da muss einer warten. Wer wartet hier? Ah, du musst warten, bis der durch ist. Ja, klar. Ja, das ist halt so. Das wird sich später noch ein bisschen aufklären wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich weiterbaue. Aber für den Anfang ist das so. Oh. Darauf kann man noch was schreiben. Hör auf zu labern, du nervst. So, so, das ist jetzt hier also. Ich nenne das, ich gebe eben immer so Fantasietitel, damit ich mir merken kann, was das ist. Das ist jetzt der Brownsville Meat Run. Ihr werdet solche Sachen hier öfter bei mir erleben. Das ist einfach nur, damit ich mir das merken kann, was hier wo ist. Und das ist eine klare Einsache. Und das hier ist hier. Genau, Corpus Christi. So. So. Damit weiß ich jetzt auf jeden Fall, was hier wo gemeint ist. Und jetzt werden wir hier den Meat Run wahrscheinlich als nächstes direkt vergrößern. So, du hast hier Post, du hast Bier jede Menge und du hast Passagiere. Okay, not too bad. Okay. Nein, den brauche ich jetzt nicht öffnen. Danke, noch nicht. Naja, gut, nicht schlecht. Also investieren wir. Was machen wir? Investieren im Zweifel. Und zwar besorgen wir uns jetzt Holz. Holz. Der besten möglichen Art. So. Und zwar darf hier losgehen. Tü. So. Jawohl. Mein Gott, das ist so teuer. Und dann müssen wir hier gucken, dass wir hier an den Onianern irgendwie entlang kommen. Mal schauen. So. Oder wir bauen wirklich den großen Kreis.
Ja, das ist besser. Da kommen wir nämlich unten auch nicht in Bedrängnis mit der anderen Schienenführung. So, da, zack. Und hier dürfen wir die Gleise wieder zusammenführen. Sehr schön, genau. Kurz vor dem Wasserturm. Perfekt. Gut, dann haben wir nochmal 35.000. Und jetzt wird der Meat Run verbessert. Der kriegt jetzt nämlich einen weiteren Halt. Davon Scott Ranch zur alten Rodung. Und genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, der fährt noch da, dann fährt er hier. Das ist vielleicht keine so dumme Idee. Wir probieren das mal aus. Mal gucken, ob das so rum funktioniert. Schauen wir uns das an. Also auf jeden Fall Profit macht er und das ist erstmal das Wichtigste. Oh, gucken wir nochmal in die Forschung. Wir könnten uns jetzt hier eine John Hancock-Lokomotive leisten. Die ist ein bisschen besser. Könnte für einen unserer Züge interessant sein. Und das machen wir natürlich auch. Eine neue Lokomotive, wie schön. Ja, du brauchst nicht alles zu kommentieren. Mache ich bei dir auch nicht. So, wir hätten jetzt hier einen Wachmann. Naja, für unsere Züge jetzt eher noch nicht. Oder ein Spion. Der würde bei dem Konkurrenten versuchen, Forschung zu klauen. Ist Luxus momentan. Wir sind wirklich noch im Aufstrebenden. So, aber wir können uns jetzt mal hier den... Ne, das ist der Meatrun. Den hier... Ja, den gucken wir uns jetzt an. Der hat auch ganz viel Fleisch. Das ist ganz wenig Passagiere. Macht aber nichts. Aber der hat die längste Strecke momentan. Und hier können wir mal upgraden. Die fährt nämlich 5 km/h schneller und hat mehr Zugkraft. Und kostet uns überhaupt nicht viel. Das kann ich irgendwie überall immer machen. Das sollte ich überall machen. Gut, dann also werden alle abgegradet. So, wo bist du hier? Zack. Das ist echt nicht teuer. Zack. Und du. Oh je, Panne. Na gut. Mach nichts, kriegst gleich eine neue Lok. Nicht hier, reparieren brauchen wir nicht. Oh, die war jetzt ein bisschen teurer, weil sie kaputt war. Aber gut, ist nicht schlimm. Momentan ist das alles noch im Rahmen. Gut. Ihr macht soweit gut Profit. Wir sollten eigentlich gucken, dass wir das Ganze noch ein bisschen verschönern. San Antonio, ein reizbar volles Ziel? Könnte sein, ne? Was haben die denn? Fleisch auch. Ist jetzt noch nicht so... Ja, da hinten ist Fleisch, sehe ich nochmal... Die Frage, ob ich das von hier aus erweitere und eine Linie nach Brownsville einrichte. Was hatte ich da irgendwie einen Auftrag eigentlich? Christine mit Weißbild, okay. Ohne halt von Brownsville nach San. Okay. Naja, we can do. Kriegen wir vielleicht so am besten hin. Dann könnte man nämlich versuchen, dass wir hier loslegen und nach San Antonio reinkommen. Das brauchen wir jetzt, Leute. Und dann machen wir eine Expressstrecke von... Ich sehe, bist du weiter auf Expansionskurs? Ja, bin ich. So, stop talking to me. Ich kann den auch komplett ausschalten, aber ist ja auch irgendwie doof. Ist schon okay. Ein bisschen Gequassel ist in Ordnung. Und dann kann ich, außerdem habe ich ja keinen Grund mehr dann zu fluchen. So, wir müssen mal gucken, was er mir anbietet. Ja. Okay. Viel günstiger werde ich wahrscheinlich nicht kommen, wenn ich irgendwas anderes mache. Es ist eine relativ gerade Strecke. Sollte das auch so bleiben. Und wir... Gut, also dann. Bam! San Antonio. Haha, verbunden. Und jetzt ist nur noch mal die Frage... Hier sollte ich dann gleich noch Signale aufstellen. Zack. Zack. Hier passt kein Signal hin. Nee, das ist okay.
So. Okay, dann haben wir jetzt also unseren Anschluss an San Antonio. Bedeutet, wir bauen jetzt erstmal, ganz wichtig, noch eine weitere Parallelstrecke hier. Das wird uns später ganz, ganz wichtig. Das wird später ganz, ganz wichtig sein, dass wir die brauchen. Da bin ich fast schon überzeugt von, zumal sie eben nicht so furchtbar teuer ist wie die Originalstrecke. Also hier bis ganz ran eine zu kostet, na gut, auch 40.000. Machen wir nicht ganz so weit. Gucken wir mal, dass wir auf irgendwie, ja, so. So. Naja, hier, bis da. So, okay. Nochmal 100 Kilometer Parallelstrecke. Die wir jetzt erstmal so nutzen können, dass wir so zack, wumm. Okay, damit steht das und wir nehmen unseren nächsten Zug. Gefühlt sollte ich Bronzeville mal erweitern, so viele Züge wieder inzwischen landen. Das ist ja dann der dritte. Aber lasst uns erstmal ein bisschen Profit machen. Bronzeville to San Antonio. Direkte Linie. Und dann muss ich irgendwie den Meat Run nochmal mir überlegen, ob ich denn nicht auch noch San Antonio beliefern soll. Aber egal. Als erstes jetzt mal das. Und das ist nur Passagiere und Post. Möchte ich da haben. Und ja, gleich mal noch die Lokomotive gekauft. Und dann kann's losgehen. Und damit erfüllen wir gleich schon Missionen. Sehen wir? Passagiere, Post. Wunderbar. So. Was ist hier los? Die anderen sind lukrativ, kann man nicht anders sagen. Ist das denn okay? Die hier kann natürlich jetzt noch keinen Gewinn machen, die braucht noch ein bisschen. Jetzt muss ich mir nur mal überlegen, was ich noch mit dem Bedarf von San Antonio selbst mache. Oh, Adessa hat es gerade. Donner und Blitz. Was macht der hier eigentlich? Ah ja. Naja. Gut. Bin ich jetzt noch nicht so schlecht gegen. Vielleicht schicke ich einfach. Ja, warum nicht? Wir machen eine weitere Bahnlinie. Und zwar. Wer hätte es gedacht? Wir schicken eine Zug von San Antonio zu Scotch Ranch und wieder zurück. Ganz simpel. Ein reiner Frachtzug. Und kaufen eine weitere Lok. Und auf geht's. Oh. That wasn't good. Wartet auf ein freies Gleis. Ja, das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Wenn der gerade startet, die Kamera kommt gerade an, das ist nicht so cool. Ja, wir werden bald die Bahnhöfe irgendwie vergrößern müssen. Also hier gab es jetzt noch keinen Stress. Oh, 27.000. Nice. Das hat sich gelohnt. Oh, nur es wollen nicht viele Leute zurück. Oh je. So. Jetzt ist sie da. Ja, wir haben ein bisschen Profit dazu gemacht. Zeig mal her. Schon wieder ein Jahr rum, mein Gott. Aber wir erfüllen jetzt schon unsere Aufgabe hier, oder? Ja, guck mal. Insgesamt, also das, nee, das wollte ich nicht. Boah, Alter. Kansas City. Ja, die ersten 100 haben wir hochgebracht. Das ist doch gut.